Jetzt kommen wir zu Ernst Middendorp. Kurze Gedenkpause jetzt. Wie soll ich es angehen? Ernst Middendorp war zuletzt beim SV Meppen in Doppelfunktion als quasi sportlicher Leiter und Trainer verantwortlich. Man hat ihm hoch angerechnet, dass er nach dem Abstieg der Meppener aus der dritten Liga, in Klammern Profiliga, in die Regionalliga, in Klammern Amateurliga, dass er trotzdem geblieben ist. Er wollte da was Neues aufbauen. Die gesamte Mannschaft ist in alle Himmelsrichtungen zerstoben und er musste eine komplett neue Mannschaft zusammenbauen. Es war klar, das braucht Zeit. Es war klar, das wird nicht einfach. Und es wird klar, das könnte auch mit vielen Rückschlägen zu tun haben. Man muss da sehr viel Geduld haben. Aber nach 3 Spielen ist er nun weg. Und zwar mit folgender Erklärung. Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Ich bin kein Animateur. Das ist Bullshit. Wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft. Das ist nicht das, was ich als Profi, der das 30 Jahre betreibt, der 15 Stunden im Tag in beiden Ämtern im Clubhaus verbringt, mit der Mannschaft arbeitet, mit dem SV Meppen letztendlich in der Mannschaft zusammenzubringen, in der Weise, wie wir es getan haben. Und dann wird man enttäuscht, Woche für Woche in dieser Art. Sorry, das ist nicht meine Welt. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke. So, es mutet ein bisschen seltsam an, dass Ernst Middendorp aus der dritten Liga in die Regionalliga, in Klammern Amateurliga, absteigt und sich dann wundert, dass er mit Amateuren arbeiten muss. So war das vielleicht auch gar nicht gemeint, aber trotz allem ist ja so, dass alle Rahmenbedingungen haben ihm wirklich vorher zeigen können, das wird ganz schwierig, was du da machst. Und du musst da wirklich richtig dich durchbeißen. Möchte er aber jetzt nicht mehr. Also er ist jetzt weg und diese Rede, ich weiß nicht, wie es euch ging, das war ja ein eisiger Hauch, der da wehte, als Ernst sprach. Und man hat ein bisschen Angst bekommen, auch wenn man gar kein Spieler ist beim SV Meppen, aber trotzdem ein bisschen Angst bekommen bei diesen Worten. Und wir haben überlegt, wie wir diese Aussage, so die Schärfe ein bisschen nehmen können. Also wie wir vielleicht diese Aussage von Ernst Middendorp auf eine etwas familienfreundlichere Art und Weise in dieser Sendung zeigen können, die dann nicht mehr ganz so schlimm und so angsteinflößend wirkt. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Das ist Bullshit. Das ist nicht das, was man als Niveau hat, haben will, haben muss. Wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke. Ja. Und wir haben dann auch gemeinsam überlegt, als wir an diesem Projekt gearbeitet haben, an wen uns trotzdem Ernst Middendorp erinnert hat und waren uns da auch ziemlich einig. Das ist nicht meine Welt, das ist Bullshit, das ist nicht das, was man als Niveau hat, haben will, haben muss. Wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus, danke. So, jetzt kommen wir zu einem anderen.